Heute nehmen wir euch mit auf eine ganz besondere Zeitreise. Wir besuchen ein Schloss, mitten im Nirgendwo. Seit Jahrzehnten wohnt hier niemand mehr. Willkommen im Mittelalter. Das Schloss ist noch komplett eingerichtet. Alles im Schloss sieht so aus, als ob man Jahrhunderte zurück in die Zeit reist. Viel Spaß bei dieser ganz besonderen Zeitreise. So Leute, wir sind drin, die Tür steht offen, schaut euch mal hier dieses mittelalterliche Schloss an und hier überall die krassesten Spinnenweben, was darauf schließen lässt, dass das Ganze auf jeden Fall nicht erst seit 2-3 Jahren zurückgelassen wurde. Das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube, das ist erst seit gestern verlassen oder so. Na klar. Mhm. So, also der erste Raum, direkt echt ein krasses Highlight und hier liegt auf jeden Fall schon direkt eine Zeitung. Und die ist aus dem Jahr 1931. Krass. 31. Heftig, oder Anja? Das ist echt heftig. Vor allem, was war die letzte Zeitung, die wir gefunden haben? 1905, irgendwas mit 50 rum, ne? 45 haben wir eine gefunden. 45, stimmt. Ja. 45 war es, genau, 45. Aber 1931, das ist ja noch krasser. Heftig, oder? Das ist heftig, ja. Das ist echt. Schaut mal hier an den Wänden. Hier sind überall so Gemälde. Was ist das denn? Gewebt. Ah ja, das ist so gewebter Stoff und irgendwelche Idioten haben das hier schon kaputt gemacht. Richtig nice, oder? Oh, guck mal, hier sind auch Sachen drin. Irgendwelche Anziehsachen, so wie es aussieht, ne? Ja, irgendwelche Stoffe. Das ist aber hier in dem ganzen Raum, so seht ihr das? Das ist hier komplett alles so weitergemacht worden. Alles hier mit so Stoff, also halt als Tapetenersatz, sage ich jetzt mal so. Krass, was sind das denn für alte Kronen, Leute? Ja. Das Kerze oder ist das Stroh? Nee, das ist irgendwie was anderes, keine Ahnung. Okay. Ich glaube, da kannst du eine Kerze aber reinstecken, weil die oben so offen sind. Und hier auf jeden Fall ein ganz, ganz alter Kamin. Das erinnert so richtig an Schloss, oder Leute? Guck dir das da oben an. Mit dieser Ritterrüste, also diesen Ritter, der da oben drauf ist. Mit der. Ja, Wahnsinn. Heftig. Ich habe noch irgendwas reingeschrieben, aber das kann ich jetzt nicht wirklich entziffern. Ah, guck mal hier. Hier sind die Kronleuchter nochmal in vollständig. Da kann man so Glühbirnen drauf. Okay. Und hier überall dieser Stoff, ne? An manchen Stellen ein bisschen besser erhalten als in anderen, aber es ist quasi hier im ganzen Raum halt so, ne? Ja. Das ist jetzt echt wirklich, als wenn wir hier gerade im Mittelalter wären, Anja, ne? Alles sehr rustikal, ne? Ja, nur noch jede Menge Fotos und die Fotos sehen auch aus wie aus den... Aber es sind keine richtigen Fotos, vielleicht sind einfach so gezeichnete Sachen. Ja, aber da vorne sind so ein paar Fotos, die sind so ein bisschen aus... Oh jo, doch, ja, okay. Aus den 30er Jahren. Nicht zurück, ne? Oh, das riecht aber sehr komisch. Wahnsinn. Ja, definitiv. Vielleicht finden wir da noch ein Datum drauf, manchmal... Nee, leider nicht. Nee. Schick mir einen Namen. Schade, kein Datum. So Leute, draußen übrigens komplett am Regnen gerade. Also ganz schön nass geworden beim Reingehen. Ja. Frisur zerstört. Ja. Echt der Wahnsinn. Hier geht so ein Wesen. Oh krass, ey. Das sieht echt wirklich aus wie in einer Ritterburg hier. Weißt du, was das hier bestimmt war? Was denn? Wie so eine Bibliothek. Guck mal, die ganzen Bücher hier. Der Kamin. Und hier sind ja auch alles. Ja, hier sind auch jede Menge Bücher auf jeden Fall. Was ist das hier? Ganz, ganz alt. Leute, richtig, richtig alte Bücher. Und hier die Leiter. Vielleicht war die auch dafür da, um an die Regale hier dran zu kommen. Was die hier, hier sieht man, dass irgendwas noch war. Mhm. Vielleicht liegt die Leiter auch da, ich weiß nicht genau. Ja, sowas kennt man eigentlich meist, ne? In so Büchereien, da gab es ja immer so Leitern. Ja. Die man da vorgestellt hat, damit man halt oben an die
an die obersten Reihen kommt. Und hier stehen auf jeden Fall alles ganz, ganz alte Bücher, hier, die hier überall rumliegen. 1943. Krass. Der absolute Wahnsinn. Ja. Aber es sind irgendwie offenbar immer die gleichen Exemplare, weil schaut mal hier, das sieht alles für mich identisch aus, wenn man so schaut. Ja, wenn man reinguckt, sieht es anders aus. Okay. Das sind nicht die gleichen. Sehr, sehr interessant. Hier ist noch eine kleine Schatulle. Auf jeden Fall jede Menge Bücher. So, hier ist auch noch eine ganz alte Truhe mit einem Schlüssel. Schaut euch das mal an, wie alt das aussieht. Wie so eine Schatztruhe. Ja, ja, wie eine Schatztruhe. Machen wir mal auf. Ui. Da sind offenbar Familienfotos drin. Mhm. Die Fotos, die ersten, sehen auf jeden Fall aus wie aus den 20er Jahren. Ja, auf jeden Fall schon sehr alt. Hier irgendwelche Briefe. Sogar. Ich glaube, das ist der größte Schatz, den man eigentlich haben kann. So, ne? Ja. Die Erinnerung. Ja, Leute, die ersten beiden Räume waren auf jeden Fall echt ein Highlight. Gehen wir mal weiter. Hier ist offenbar der Flur. Hier ist also der Haupteingang. Hier sieht man nochmal die Tür. Da steht noch eine alte Standuhr. Das sieht echt aus wie so eine Burg hier, ne? Ja. Wahnsinn. Also das ist echt hier richtig Mittelalter-Feeling. Ja. Ui, was war denn da oben? War da oben ein Gemälde, was mittlerweile nicht mehr da ist? Ja. Okay. Da ist auch schon mal ein Gemälde dran. Wow, hier auch noch eine ganz alte Lampe. Ich denke, da konnte man früher eine Kerze reinmachen, so wie das aussieht. Wahnsinn, oder? Ja. Auch hier mit dieser Sitzbank. Ja, die kannst du aufmachen, aber da ist nichts mehr drin. Hm. Sehr, sehr schön. Mega. Echt sehr schön. Hier war scheinbar der Essbereich. Ui. Das sieht auch sehr klasse aus. Ja. Hier auf jeden Fall noch so eine Tafel. Alles sehr, sehr alt und rustikal, ne? Ja. Richtig klasse, ehrlich. Sieht richtig gut aus hier. Mega. Auch hier in den Schränken noch Sachen. Hey, hier steht sogar noch zu Dosen Bier und andere Getränke, als wenn hier vielleicht mal die ein oder andere Party stattfindet. Ah, die ist schon leer. Hier auf jeden Fall wieder ein Kamin. Also offenbar wurde hier jeder Raum mit einem Kamin beheizt. Ne? Und hier auf dem Tisch liegen wieder jede Menge Unterlagen. Hier wieder ein Zeitungsausschnitt. Ah, mit so einem Comic. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Schnipsel aus dem Jahr 1983. Hier auf jeden Fall noch mehr Notizen und Briefe. Hier noch alles rum. Schaut mal hier stehen noch die Teller. Jetzt haben wir die gleich noch hier hinstellen würde fürs Essen. Und hier an den Wänden ein ganz anderes Dekor, wie man hier sieht. Das ist aber auch wieder gewebt. Hier ist wieder wie so eine Bibliothek. Das sieht jetzt auf jeden Fall schon nach Bibliothek aus. Boah, ist auch sehr, sehr alt. Bücher hier, ne? Ja, sehr, sehr alte Bücher. Ja. Mensch, hier so ein Schreibtisch, den man ausklappen konnte, ne? Mit einem Stuhl davor. So eine Art Sekretär, würde ich mal sagen, wie das hier aussieht. Genau, ne? Ja. Also hier konnte man sich hinsetzen für das eine oder andere Buch lesen. Und hier, dieses Schreiben, ist aus dem Jahr 1972. Und schaut euch einfach mal hier an, wie die Bücher aussehen. Ja, Wahnsinn. Und hier geht es halt weiter. Das sind alles die gleichen Bücher, die wir schon in einem anderen Raum gesehen haben. Aber ja, das scheint irgendwie so eine Art Porträt zu sein und Bücher zu irgendwas. Hier ist eine Enzyklopädie.
die hier verteilt im Regal drin steht, aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Das ist echt der Wahnsinn, dass hier alles noch da ist. Ich glaube, das war hier so ein Zweifamilienhaus. Okay. Weil es gibt von außen, habe ich schon gesehen, gibt es so zwei Eingänge. Und hier ist ja wie so ein Flur, sage ich jetzt mal. Und hier ist direkt wieder so ein Esszimmer. Auch noch alle Möbel vorhanden, wie man sieht, Leute. Und hier, wenn man in die Schränke reinschaut, da sind auch noch alle Sachen vorhanden. Hier ist noch so eine Todesanzeige. Da ist jemand im Jahr 1933 verstorben. Es liegt hier auch noch wahrscheinlich Familienmitglied. Hier steht noch ein Laptop. Ein uralter Laptop mit Windows 2000. Okay. Ja. Dazu noch die passende Microsoft-Tastatur. So, hier sind noch die ganzen Tischdecken in den Schränken, schön fein säuberlich gebügelt gewesen und dann in die einzelnen Fächer reingelegt. Alles auch noch da. Menschenskinder, ne, guck mal auch hier in dem Schrank. Da sind noch die ganzen Gläser drin. Ja. Menschenskinder, guck mal, da vorne ist ein Kalender an dir. Oh ja, 2014. 2014? Mhm. Boah, heftig, ey. Ja. Also gehen wir mal davon aus, das Ganze ist seit 2014 verlassen. Und das sieht trotzdem aus wie, weiß ich nicht, 1800 irgendwann oder so gefühlt. Ja. Hier ist die Küche. Oder? Ja, Küche. Ja, das ist die Küche. Alter Fernseher hier auf jeden Mega Fall. Mega alt, ey. Was ist das denn hier? Guck mal. Das weiß ich nicht, vielleicht so eine Art Funkgerät. Selbstgebaut oder was? Ja, ich weiß es nicht, kenne mich damit nicht so aus. Leute, wer da eine Ahnung von hat, was das sein könnte, ich würde mal schätzen auf vielleicht ein Funkgerät. Funkgerät. Schreibt es mal in die Kommentare. Und hier das wunderschöne alte, uralte Radio. Mhm. Ja, und hier mega. Uralte Fernseher dazu, inklusive uralten Kühlschrank. Und auch hier in dem Raum natürlich der obligatorische Kamin, um das Ganze hier zu beheizen. Und unten drunter noch so Schublade. Interessant zu wissen, ob das eventuell irgendwie zum Warmhalten genutzt wurde, diese Schublade, wenn hier der Kamin war mit dem Feuer. Wenn eine Vermutung hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut mal hier in den Schränken, es ist alles noch da. Alles noch komplett eingerichtet. Vor allem ist alles mega verwinkelt hier, ne? Hier geht es schon wieder weiter in den nächsten Raum. Ja. Was war es da oben? Der war ein Wassertank. Boiler, ja. Der Boiler. Würde ich sagen, ne? Hälsches Kinder, ne? Ganz urig. Ach, schau mal hier. Warte mal, guck mal hier für den Ofen. Für den Ofen? Der ist ja so angeschlossen. Okay. Leute, schaut mal hier. Hier sind noch die Töpfe. Meine Güte, ey. Guck mal, wie alt das alles ist, Sabrina. Ja, schaut mal da rein. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Wenn hier 2014 noch mit den Dingen gekocht wurde, na klar, es funktioniert noch, keine Frage. Ne? Aber ja. Leute, wann wurde das denn damals bitte gekauft? Krass, oder? Auch nochmal, was kann das gewesen sein? Vielleicht ein Vorratsraum oder so? Auch hier sind jede Menge Gläser in den Schränken. Da vorne sehe ich Tassen. Und auch hier alles noch komplett vorhanden, wie man sieht. Also ganz, ganz kleiner Raum, in dem wir jetzt hier gerade stehen. Direkt daneben ist die Küche. Ich denke mal so eine Art Abstellkammer, Vorratsraum. Ja, würde ich auch mal probieren. Guck mal hier. Ein ganzes Kistchen voll mit Knöpfen, irgendwelche Sachen zu stopfen oder Knöpfe wieder anzunehmen. Hier den Dreck an, können wir das sehen. Hier ist offenbar noch so ein Erste-Hilfe-Schrank. Seht ihr das? Aber ich möchte gar nicht wissen, wann hier die ganzen Medikamente abgelaufen sind. Das sieht ja richtig, richtig alt aus. Meine Güte. Guck mal, ob ich hier irgendwas erkennen kann. Ja, 98 ist das jetzt hier abgelaufen. Puh, Wahnsinn. Aber wenn es andere Dinge, die sehen noch älter aus, wie ich finde.
Jetzt sind wir wieder hier im, ich sag mal so, Esszimmer gelandet, wo wir gerade schon waren. Also haben wir jetzt die untere Etage. Richtig, und jetzt geht's nach oben. Komplett erkundet. Jetzt wird's spannend. Menschenskinder, ne? Also wie diese Treppe aussieht, und dieses Treppenhaus hier, dieses Geländer. Mhm. Wahnsinn. Komm. Geh du mal vor. Ich überreiche dir die Taschen. Im Mittelalter. Ja, da sind wir schon die ganze Zeit scheinbar. Krass, hier ist auch eine Uhr. Eine Standuhr. Das ist echt heftig. Ich weiß gar nicht, wo wir gucken sollen. Das ist hier so komplett verwinkelt, ne? Ja, das ist echt mega verwinkelt. Hier ist eine Toilette, Anja. Ah, okay. Hier ist die wunderschöne Toilette. Aber sieht wenigstens schon einigermaßen modern aus, ne? Schau mal hier in dem Schrank rein. Okay. What? Hast du modern gesagt? Heftig, Leute, guckt euch das mal an. Wie der aussieht. Da noch die Bettwäsche drin, oder? Ja, das ist hier so verwinkelt, Anja. Bettwäsche oder ich weiß nicht, was das ist. Tischdecken, irgendwie sowas in der Art. Und hier noch irgendwelche Bilder, Gemälde. Was ist das denn jetzt hier? Ja, das geht hier noch so wie so ein Labyrinth weiter. Ist ein bisschen komisch hier. Ja. Wer weiß, was uns hier erwartet, sagen wir mal. Was? Kann das denn? Badezimmer? Hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Guck mal. Ja, hier auch nochmal eine Toilette. Und hier das gleiche. Auch nochmal, da geht die Tür nicht offen, aber da ist auch auf jeden Fall eine Toilette. Meine Güte, was ist das denn so verwinkelt hier? So eine Rumpelkammer? Rumpelkammer, genau. Ja, alles einfach reingeschmissen, irgendwelche Besen. Guck mal. Hier, Leute. Ist das ein Wasserspender? Ja, Wasserspender. Ich konnte es hier einfach auf dem Flur hier. Wenn du dir ein Glas Wasser gönnen wolltest. Glas Wasser oder Putzwasser. Ja. Guck mal, hier ist das zweite Treppenhaus, was wir gerade schon gesehen hatten. Ja, das fand ich gerade schon ein bisschen gruselig. Da wollte ich eigentlich nicht hochgehen. Ah, und jetzt stehen wir hier oben. Jetzt stehen wir hier. Oh, die ist ganz komisch. Was heißt denn ganz komisch? Guck dir das mal an hier. Okay. Hier als erstes, wenn man reinkommt, so ein Tisch. Auch wieder hier mit Fotos und irgendwelchen Büchern. Hier haben Leute so gelebt. Überleg mal. Hier haben Leute so gelebt und das sieht aus wie Filmkulisse für irgendeinen Film aus 1800 irgendwann. Alter. Ja. Also wirklich, wirklich ohne Witz, Leute. Ich gehe mal ein Stückchen vor. Und wenn man sich das jetzt mal so anguckt, sieht es doch original aus wie im Mittelalter, oder? Da noch dieser wunderschöne Schrank dazu. Das sieht echt, also vor allem diese Schuhe noch dazu. Also, ja, diese Klatschen. Ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. Ey, das sieht so krass aus. Guck dir mal den Schrank an, wie der verarbeitet ist. Das ist auch echt mega klasse. Ja. Also wirklich. Wenn hier 2014 noch jemand gelebt hat, dann hat er echt so ein Mittelalter-Fetisch gehabt oder so. Hier ist auch noch eine Zeitung. Von? Ja, ich suche gerade von 1978 diese Zeitung. Okay. Ja, irgendwie blicke ich hier nicht ganz durch, ne? Ich auch nicht. Komisch. Aber es gibt noch viel mehr Räume, die wir uns anschauen können, Anja. Definitiv. Also der nächste ist schon hier. Mal wieder eine Toilette. Was ist das? Ist das eine Toilette? Ja, BD. So, dann gucken wir mal, was uns noch hier so erwarten wird in diesem Labyrinth. Hier war wohl offenbar bester Wind. War gerade auch schon. Ja. Okay. Hier ist nochmal so ein Abstellraum. Mit Putzsachen offenbar. Ja. Ja, mit Putzsachen. Da sind auf jeden Fall. Und das sieht ja Putzsachen aus. Putzsachen unter anderem. Vielleicht so eine Badezimmer. Ich weiß es nicht. Ja, doch, hier ist auf jeden Fall eine Dusche, die sieht aber auch schon sehr modern aus. Ja, das ist alles irgendwie ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Hier sieht es auch wieder uralt aus, finde ich. Ja. Auch hier wieder ein Kamin, da wo Sabrina vorsteht. Mhm. Und überall an den Wänden sind überall diese gewebten Stoffe, ne? Ja, genau.
Und in jedem Raum eigentlich auch ein anderes Motiv, also nie überall gleich. Ne? Ja. Und da hinten in der Ecke ist auch wieder so ein BD zu finden. Komisch hier alles. Echt sehr komisch. Vor allem da im Badezimmer habe ich gerade schon gezeigt, das ist eine richtig moderne Dusche, ne? Ja. Sieht stellenweise auch ein bisschen danach aus, als wenn hier vielleicht irgendwie noch was versucht worden ist zu modernisieren. Ja. Und dann vielleicht fehlt dir dann doch komplett das Geld, weil ja, ich weiß vielleicht nicht. Doch einfach zu teuer ist, so eine Renovierung oder Restaurierung, keine Ahnung, wie man das hier nennen kann. Ich weiß es nicht. Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr schwer zu sagen. Mhm. Gucken wir mal da vorne noch weiter, da haben wir noch ein paar Räume, die wir noch nicht gesehen haben. So, der nächste Raum. Hier scheint auch irgendwie so eine Art Schlafzimmer gewesen zu sein. Ich weiß es nicht. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Matratzen übereinander gestapelt und hier auch die Dämmwolle. Und ich finde, hier oben, wenn man oben mal guckt, sieht das auf jeden Fall sehr neu aus. Oder? Ja, das Dach. Die Decke wird auf jeden Fall... Ja, ich denke, das Dach haben sie auf jeden Fall neu gemacht. Hier drin ist auch wieder ein BD zu finden. Ja, aber ist dir aufgefallen, wenn man hier langläuft, der Boden ist auch nicht eben. Nee, der ist total uneben. Ist komplett. Das also müsste wahrscheinlich hier der Boden auch ausgetauscht werden. Also da oben haben sie schon den Dachstuhl offenbar erneuert. Vielleicht war da halt auch Feuchtigkeit gewesen. Da liegt ja auch noch Dämmwolle. Aber ich denke letztendlich sehr, sehr teuer, wenn man das hier alles nochmal renovieren muss. Keine Ahnung, ob da auch irgendwelche Auflagen gibt vom Bauamt wegen Denkmalschutz. Keine Ahnung. Krass, also wirklich krass. Ja, auf jeden Fall. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen, hier... das alles neu zu machen. Ja, ich sag mal schon, wenn du Hammerhaus, Geld dafür hast, ne? Ein Hammerhaus, das ist eigentlich ein Schloss, ist das ja, ne? Ja, wenn du das Geld dafür hast, ne? Ja. Ist ja doch die Frage, stell dir mal vor, man hat es jetzt geerbt und man ist eigentlich mittellos und kann das hier gar nicht instand halten, beziehungsweise restaurieren oder wie auch immer, ne? Das ist halt das Problem. Deswegen sieht es jetzt vielleicht auch so aus, wie es aussieht, ne? Kein Geld, ne? Genau. Hier geht es auch nochmal komplett verwinkelt weiter, ne, Anja? Oh, okay. Heftig. Ja, und da haben sie hier teilweise alles in die Räume reingeschmissen, ne? Krass. Was denn? Ja, wie es hier aussieht. Hier sieht man auch wieder alles einfach reingeschmissen. Die ganzen Stühle, die hier sind, einfach da rein. Aus den Augen, aus dem Sinn. Boah, krass. Guck dir mal den Raum ran. Schau mal hier rein. Ja, das ist ja der gleiche, den ich gerade schon gesehen habe. Ach so, okay. Dann guck dir mal hier diesen Raum an. Was ist das denn? Das ist das Schlafzimmer gewesen. Ach du Scheiße, Leute. Ist das heftig? Guckt euch das mal an, mit diesen beiden Betten hier. Und auch hier wieder ein richtig großer Kamin. Da hängen irgendwelche Bilder an der Wand. Heftig. Hier auf jeden Fall ist definitiv Feuchtigkeit, ne? Ja. Das sieht man, ne? Und hier ist auch nicht die Decke erneuert. Guckt mal, Leute, da ist auf jeden Fall noch die alte Decke da. Und hier sieht man an der Wand ja auch ganz viel Schimmel, deswegen lass mal weitergehen, komm. Krass. Der ganze Dachstuhl wurde auf jeden Fall neu gemacht, da ist nichts mehr. Alles hier mit Rigips neu verkleidet und alles schon ausgeräumt, ja.